Servus Leute, heute gibt es einen Klassiker auf Shoreline, Resort, Mutant, PvP, Loot und viel mehr muss ich eigentlich auch gar nicht sagen. Schaut's euch einfach an, war echt gut. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, einen Daumen nach oben, einen Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Da steht's jetzt halt noch so drin, ne? Bis es halt irgendwann mal geändert wird. Moin Seratul. Ja, Tarkov auf Englisch spielen, nicht auf Deutsch. Selbst wenn die kein Englisch können. Servus Bonkers. Die Scaffer soll ich Streets? Also Streets ist eine Scaff-Map. Hey Chris. Mhm. Wir hatten den ersten Getank, kann mir das mal einer sagen? Zaunschutz. Es war mal so, dass wenn man durch einen Zaun geschossen hat, dass der Damage verringert wurde, aber ich glaube, das ist schon lange her. BP Budget Ammo, ich glaube, das wird sein, ja. Thank you, Ray. Auf jeden Fall. Und Autsch. Eieieiei. Das war eine MP7. Ach, shit. Wie viele kommen hier eigentlich noch? Zwei auf der Seite, zwei auf der Seite. Oh shit. Bin gesandwiched.
Ey, da außen ist auch noch was. Außen schießt auch noch irgendeiner rum. Heieiei. Hey, Pat Grease, servus. Was für Munition, BP? Steeltech, danke schön für den Prime im vierten. Willkommen zur Gnabo-Falle. Danke für den Support. Danke, dass du den Prime mir lässt. Audio ist gut, naja. Die Ebenen sind natürlich immer noch nicht gut. Auch nicht drüber reden. Ja, mehr oder mehr. Ja, hier geht's gerade richtig ab. Ich wusste nicht, der am Loch, ob der oben im zweiten oder im dritten Stock kam. Wusste ich nicht. Jemand nervös? Das sind zwei, denke ich. Sehen, wo er hinnettet. Ja, okay, er vermutet mich falsch. Springen die auf dem Dach oder was machen die? Moin, Trouty. Kappa-Container, der Kollege. Hocken, warten, Main. MP7 und Kappa-Container hat er. So. Ich glaube, der ist hier immer draufgesprungen. Hier, er hat mich hier außen vermutet. Weiß nicht, ob hier noch einer ist. Nein, hat er schon alles abgenommen, ne? Looten. Schredder, vielen Dank für den Follow bekommen.
Level 55 und schon Kappa? Hat aber Glück gehabt mit den Items. Hey, Joaquin. FMJ hat er Wetten geladen. Das ist immer das MP7-Problem. Dass man mit der MP7 gerne mal Headshots tankt. Hätte eine andere Waffe gehabt, dann wäre ich schon davor tot gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob hier noch einer ist, um ehrlich zu sein. Ich dachte, ich hätte zwei gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Packgranaten, seht ihn an. So, wo ist seine Waffe, ist die Frage. Was hat er denn für eine Waffe gehabt? Eine M4 oder so. Da ist noch mehr los, ne? Ich habe schon wieder hinten, hatte ich ja noch Schüsse gehört. Wo hat er gesaved, ist die Frage. Wo ist die Waffe? Wo hast du sie hingeworfen? Na gut. Ich glaube, die können wir die Bombe jetzt nicht mehr suchen. So, das machen wir so. So. Ich hatte hier nicht mehr fertig gelootet, ne? Ja, da hinten sind auf jeden Fall auch noch Leute. Geht ab und drüben haben wir auch noch einiges zu looten, von daher machen wir uns jetzt hier mal nicht nass. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da war noch einer mit dabei da drüben, dass das drei waren und nicht nur zwei. Also immer schwer zu sagen. Aber mein Helm und die Rüstung haben. Achso, Moment, wir könnten mal einmal uns flicken, ne? Aber Treppenfalls, ne? Auch das erste Mal, wo ich mit dem mich beschossen habe. Die können so oder so ausgehen, ne? Treppenfalls sind echt eklig. Alrighty, nehmen wir eine Red Keycard mit? Dann Gamma, würde ich sagen. Dann loote ich die drei da oben gar nicht mehr. Aber hier. Echt jetzt? What? Sag mir nicht, du hast was Gutes da drin.
Hör auf, Mann. Ich dachte, er wäre hier so der Lowy der Truppe, aber scheinbar der Typ hat eine Mutant einfach mal. Wo bleibt die Loot Gear? Ist doch da. Loot Gear ist immer da bei EFT. Hör mir auf, er hat einfach mal einen 73er Mac voll mit BP. Richtiger König. Die Traumnummer 10 verstehe ich auch nicht unbedingt. Ich habe halt gedacht, es wäre so, okay, das war hier der Level 25er, so wie er geaimt hat, weil er einfach stehen geblieben ist. Ohne Mist, ey, wenn ihr BP farmen wollt, einfach Spieler mit BP killen. Easy. Stellt euch doch nicht an. Ich meine, klar kann man schon das 73er spielen, aber ich mag es auch nicht so. Ich spiele über die 30er bei der Mutant. Bei der RD gehen ja auch die 50er, aber wegen diesen Profi-Tipps bis hier, das kann ich verstehen, ja. Ich versuche auch noch mehr davon rauszuhauen. Die 40er sind auch okay, ja. Ah, der 40er? 40er BP? Weiß gar nicht, wie die aussehen gerade. Nee, 40er BP gibt's doch nicht, plus 556, oder? Täusche ich mich gerade. Aber bei mir haben die Leute schon öfters mal BP jetzt dabei. Gibt's, okay. Drei Slot groß. Ah ja, stimmt. Ja, gibt's, klar. Eine verzauberte MP7. Mit FMJ. Steps. Oh Mann. Granaten habe ich genug? Es reicht, ja. Weiß nicht, ob hier ein Scav gelaufen ist oder was hier Sache ist. Hört sich noch Scav an. Hört sich nach Scav an. Das ist kein Scav, das ist einer mit einer Taschenlampe.
Hat definitiv kein Surf South Deadline. Noch einer. Von zwei, glaube ich. Oder ich bin mir nicht sicher. Der ist schnell umgefallen. Liegt an BP-Ammo. Granaten? Ja. Da steppt noch einer. Natürlich kommt jetzt ein. Verdammt, der Airdrop, dass ich nichts höre. Ich habe kein Essen, Trinken. Mal sehen, habe ich hier irgendwas? RIP. Naja, ich weiß schon, wo ich was herbekomme, darum geht's nicht. Fuck, wo ist er? Der hockt da irgendwo. Ich muss, glaube ich, auf Labs. Chris, die holen wir jetzt gleich aus die Lightkeeper-Quest. Okay. Boah, ich bin aus der Deckung? Nee. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob einer da ist. Das ist es halt. Drüben steppt auch was, ey. Ja, ich brauche erst mal was zu essen und zu trinken. Essen habe ich ja was, aber trinken. Das sind immer noch Leute, ne?
Ich habe noch nie mal irgendwas gelootet, ne? Ich habe noch keinen Raum wirklich gelootet. Aramid-Schläge. Hab noch keinen Raum wirklich gelootet, aber bin randvoll. Eine Cola oder so. Weiß nicht, ob hier überhaupt was rumliegen kann. Na gut, wir packen zusammen. So. Die nehmen wir dann mit. Die zerlegen wir. Nee, die Rüstung ist komplett runter. Außerdem, die Rüstung ist recht günstig, deswegen lasse ich es jetzt liegen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Hinten jumpt noch irgendwas, okay. Irgendwas prügelt sich da noch, aber soll mir jetzt mal wurscht sein. Auf jeden Fall ganz schön was los im Resort. Ich glaube, 6 Kills habe ich jetzt, aber erwischt habe ich immer noch nicht alle. Rock Passage, ja, ja. Never forget Rock Passage. Skin, hier, servus. Nun ja. Ja, Rock Passage kommt ja vielleicht nochmal. Keine Ahnung. Ich denke, die haben noch einiges vor mit den Exits und wie man von Map zu Map geht. Mal sehen. Vielleicht taucht sie wieder auf, Rock Passage, dass es eine Verbindung zu Reserve halt wird, ne? Ja, Rock Passage wäre eigentlich so, ne? Paracord und Red Rebel Exit. Aber war halt zu OP, man konnte halt vom Resort aus sehen, ob es offen ist oder nicht. Yeah.
Oh, exhausted. Essen ist auf null. Aber passt genau. Ey, der Raid war irgendwie extrem voll, kommt mir vor, ne? Na gut, Leute, machen wir hier mal Hallo YouTube draus, oder? Macht mal Hallo YouTube im Chat. War doch ganz recht spektakulär, oder? Kann man nichts sagen. Alle mal Hallo YouTube im Chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer war der Erste? Achso, den habe ich nicht bekommen. Und der war der im Gang, ne? Gut.